Moin! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Klemmbausteine klemmen. Ja, nach langer Zeit muss man natürlich dazu sagen, das tut mir auch sehr leid. Aber heute melde ich mich zurück mit einem Lebenszeichen. Ja, ich hatte mal wieder Lust, irgendwas zu bauen, wusste aber nicht so richtig was. Da ist mir doch glatt so eine Mystery-Box über den Weg gelaufen. Ja, das wollte ich einfach mal testen. Und ich war schon ganz gespannt und es ist aber noch verschlossen, wie ihr sehen könnt, das Ganze. Ich habe es also noch nicht geöffnet gehabt und ihr seid jetzt quasi live dabei und dann schauen wir uns gleich mal an, was das Ganze bringt. Ja, es werden im Internet vielerlei solche Mystery-Boxen angeboten. Ihr kennt das vielleicht vom Elektronikhandel oder ja, oder irgendwelche Restposten oder wie auch immer. Hier geht es jetzt um Lego, deswegen ja auch Klemmbausteine klemmen. Ich habe, muss ich zugeben, bei AliExpress eben mal bestellt und so sieht das dann eben aus. Ich will mal gucken. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ja, ich versuche mal eben da ranzugehen. So wird das beworben, das Ganze. Das sieht natürlich erstmal schön aus, ne? Was gleich auffällt, Mystery Box. Es ist natürlich so eine Tüte geworden oder so eine Verpackung. Aufgrund wahrscheinlich der Versandkosten und so weiter, kann man natürlich auch nachvollziehen. Aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Aber es ist ja mal wieder nett, wie einiges beworben wird. Man sieht hier auch jetzt einige Teile. Kriegen wir das eben einmal größer. So, da sieht man auch schon einiges, wo ich hoffe, dass es nicht da drin ist. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von irgendwelchen nachgemachten Lego-Artikeln, die man jetzt einfach günstiger irgendwo erwirbt, quasi als Raubkopie. Das finde ich jetzt nicht so gut. Ich hoffe, da ist sowas nicht drin. Ich war einfach mal neugierig, ne, wie das man so ist. Was man da eben drin hat oder nicht. Und ja, es gab eben verschiedene Größen. 35,40 €, das ist glaube ich genau die 1000 Gramm Packung. Ich habe jetzt gesagt, okay, wir nehmen mal das mittlere Paket, das sind 1500 Gramm. Oder eben kann man das Ganze eben noch mit 3000 Gramm bekommen. Ja, ihr seht jetzt hier auch den Preis. Mich wundert das, der müsste wahrscheinlich sogar noch runtergegangen sein. Weil als ich gekauft habe, ich glaube, ich habe 50 € bezahlt. Ja, die sind etwas vom Preis runtergegangen sogar. 49,65. Vielleicht gibt es irgendwo noch ein bisschen Rabatt. Also ich habe wahrscheinlich wieder zu früh gekauft. Es ist gerade Sommerpause, kaum Leute bestellen, die sind alle im Urlaub. Jo, aber das spielt jetzt auch keine Rolle. Ich wollte es halt mal probieren. Was jetzt natürlich auch interessant wäre zu wissen, ist das auch wirklich so mit den 1500 Gramm? Da gab es verschiedene Rezensionen. Einige haben geschrieben, dass ja, da die teilweise dann sogar 1700 Gramm da drin hatten, hatten sich gefreut. Ja, müssen wir mal gucken. Ich muss mal in die Waage hier holen. Die fährt jetzt gerade hoch. Ich muss zugeben, ich habe das vorher schon mal gewogen. Aber ich will das trotzdem noch mit euch live machen, weil das ist ja schon wichtig. So, danach haben wir es. So, das muss ich mal auf Null setzen hier. Das Ding. Das ist eine handelsübliche Küchenwaage, ne? So. Und einmal draufstellen. So, und man sieht, ja, sehen Sie nichts. Aber das Ergebnis hatte ich vorhin eben auch. Die zeichnet sich so perfekt an, muss ich dazu sagen. Aber wir liegen in etwa, seht ihr, springt die ganze Zeit hin und her, aber ziemlich genau bei 1500 Gramm. Also das ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Und ich bin halt mal gespannt. Und ihr wahrscheinlich auch, was dort eben uns erwartet. Voilà. Ja, ich hoffe eben,
dass das jetzt nicht irgendwelche irrsinnigen Kopien sind, die man dort eben hat. Wir werden es gleich erleben. Aber ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Wie gesagt, es gibt mehrere Händler. Vielleicht probiere ich auch noch mal einen anderen Händler aus. Dieser hier, der hatte jetzt irgendwie 600 Follower. Eine Bewertung von, ich weiß gar nicht, 96% positiv oder sowas. Ne? Und ja, muss man eben abwarten. Oh, Überraschung. Wir haben hier noch eine Tüte. Alles klar. Also ein Polsterumschlag. Okay. Die machen es aber auch spannend, ne? Ja. Wollen wir mal gucken, was die hier so vorbereitet haben. Für mich. Für uns. So. Aha, aha, aha. Oh je. Ja, das sieht, würde ich mal sagen, stark nach Ninjago aus. Ja. Da habe ich immer nur nicht drauf gehofft. Da freut sich allerdings mein Großer, der ist 5 Jahre alt. Der wollte schon immer nur Ninjago haben. Was haben wir dann? Ja, was haben wir noch? Wir haben. Kann ich das überhaupt vernünftig sehen? So. Ja, man hat es hier schon gesehen, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, klar, Lego Friends, ne, das ist wahrscheinlich jetzt wirklich genau irgendwelche Kopien von irgendwie solchen Lego Sets. Das ist natürlich auch eine Art und Weise, weil die Community, und das kann ich auch absolut nachvollziehen, das wollen wir nicht haben, ne? Dass da irgendwelche auch Mocs da irgendwie kopiert werden, die sollen ja auch entlohnt werden, die sollen ja auch dementsprechend was dafür bekommen, dass sie überhaupt dieses Set gebaut haben und das jetzt ja andere eben vertreiben und da jetzt den Reibach machen. Das finde ich auch immer auch sehr, sehr schade und ja, insofern wird ja jetzt hier die Firma Lego eben geschädigt. Das wollte ich jetzt allerdings gar nicht erreichen, aber wahrscheinlich ist das jetzt diese Art und Weise. Ja, Minecraft, ne? Ja, My World, der wird jetzt einfach umbenannt. Die Set gibt es wahrscheinlich auch von Lego. Ich bin da nicht so viel drin. Ich baue ja eigentlich nur meistens Diamond Blocks oder Mini Blöcke von Lots und ja, die Teilequalität sieht uns natürlich gut aus. Ja, das ist natürlich. Ja. Ich hoffe, es gibt ja keine Probleme, keine rechtlichen Probleme nachher, wenn ich das Video eben so zeige. Ja, also wahrscheinlich auch wieder ein Lego-Set. Die Kenner unter euch werden mir wahrscheinlich sogar die Setnummer sagen können. Was das eben sein soll oder ist. Hier sind noch so ein paar Figuren. Das könnte so ein Vampir sein. Das ist ein Vampir. So eine Minifigur. Wahrscheinlich auch wie abgekupfert Halloween irgendwie von Lego. Das ist ja sowieso immer schwierig. Ne? Das sieht man auch schon von der Größe her und so weiter. Das sind natürlich Lego-Figuren. Ne? Also das ist schon ja, hart an der Grenze. Ne? Also das, ja, dann haben wir, oje, oje, noch ein Spider-Man drin. Alles sehr bedenklich. Aber das könnte jetzt interessant werden, wenn es jetzt nicht auch unbedingt eine Kopie ist. Ja, ein Technik-Set. Ui! Ui! Also ich bin mir ziemlich sicher, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Aber das Ding hat es, glaube ich, von Lego nie gegeben. Wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so der Experte. Helft mir da bitte weiter. Aber der sagt mir jetzt, ehrlich gesagt, der Jeep jetzt hier nichts. Soll ich falsch liegen? Wie gesagt, gebt mir bitte einen Hinweis.
Das ist ja mal, spannend. Muss ich mal gucken. Ja, was soll ich sagen? Also, ich bin da eben enttäuscht, dass das eben ja einfach abgekupferte Sets sind. Okay, zugegebenermaßen im Bild haben wir ein paar gesehen, da bei dem Händler. Wie gesagt, war gar nicht meine Absicht, weil es gibt ja auch genug gute andere Firmen, die eben tolle Sets bauen. Und also die Masse, als Fazit jetzt, tolles Technikset, Minecraft, einmal was für Jungs hier mit einem Jago und einmal hier für Mädels. Haben wir jetzt nicht zu Hause, haben nur Jungs, aber mal gucken. Also bunt gemischt, das finde ich gar nicht schlecht. Ja, diese Figuren, das sind ja letztendlich diese Minifiguren-Sets. Also das finde ich einfach sehr unseriös, ne? Das da jetzt zu machen. Also ich werde das mal recherchieren. Also wobei ich mir sicher bin, diese drei Sets, die sind definitiv, wird das Leo-Kopie sein. Wie gesagt, beim Technik-Set, da müsst ihr mir helfen. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ob das eins ist. Also ich finde ihn so schon mal optisch ganz gut. Freue mich auch schon, den zu bauen. Ich werde die anderen Sachen wahrscheinlich auch bauen. Ob ich es vorstelle, weiß ich nicht. Vor allen Dingen, wie das denn ja auch rechtlich ist. Da bin ich auch immer eher vorsichtig, dann sowas zu präsentieren. Sehr schade. Vielleicht werde ich Leo den Gefallen tun, wenn es die Sets noch zu kaufen gibt, zumindest von dem Jago, und das nochmal holen und dann dort auch kaufen. Keine Ahnung, was das dort kostet. Aber man muss sagen, man hat 4 Sets bekommen, 3 Minifiguren, 1500 Gramm für eben knapp 50 Euro. Das finde ich in Ordnung. Also das sind eigentlich so diese Mankos, wie viele Teile das natürlich jetzt sind, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, insgesamt, aber ja, man hat einiges zu tun. Hätte man sich das natürlich hier jetzt im Laden original gekauft, dann wäre man natürlich nicht auf diese Menge gekommen, das brauche ich euch ja nicht zu sagen. Also ich finde das okay, wenn man jetzt bei AliExpress oder wie auch immer sich so gibt ja auch da Steineboxen oder wie auch immer, gibt es auch sogar von Wangi und verschiedenste Hersteller. Da hat Lego ja auch keine Rechte mehr drauf. Aber sobald das da um Minifiguren geht und dann auch eben auch solche Sets, schwierig. Wenn es jetzt ältere Sets wären, ich sag mal jetzt wirklich 6, 7 Jahre alt, die sind nicht mehr auf dem Markt. Das könnte ich vielleicht gerade noch verkraften, sag ich mal so, aber in der Form. Ja, sagt mir doch mal was dazu. Vielleicht habt ihr euch ja auch schon mal so eine Box gekauft. Vielleicht habt ihr andere Ideen. Einen anderen Händler, der, wo man wirklich noch Sets bekommt, die man auch wirklich eben dann auch besitzen darf, weil es keine Kopien sind. Ich meine, ich hätte mir das schon fast denken können. Ich war halt neugierig, habe jetzt mal das mittlere Paket genommen. Gut, dass ich mir nicht das mit 3000 oder mit 3 Kilogramm das Paket geholt habe. Wer weiß, was wir da noch alles drin gefunden hätten. Ja, das war's mal wieder von meiner Seite. Wie gesagt, ich muss mal eben gucken. Vielleicht stelle ich doch das eine oder andere noch vor. Wenn das rechtlich klar ist, dann baue ich euch das natürlich auf, präsentiere euch das. Wie gesagt, die interessantesten finde ich jetzt erstmal für mich eben mal Lego Technik, den einfach vielleicht mal aufzubauen. Und ich hoffe, es ist kein Lego-Set, ja. Ihr Lieben, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat oder ich noch mehr machen soll, oder
schreibt mir auch ruhig mal, was ich nochmal präsentieren soll. Mir fehlt leider Gottes immer häufig die Zeit, deswegen habe ich jetzt einmal dieses hier gewählt, mal was anderes. Und mir fehlt einfach die Zeit, um diese Diamond Block Set zu bauen, weil da geht es ja immer gleich oft um 5000 Teile und noch mehr, wo ich dementsprechend auch immer abends dran sitze. Mal schauen. Ich wünsche euch erstmal alles Gute, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert gerne den Kanal und schreibt mir gerne, was ihr noch sehen möchtet, was ihr davon haltet. Habt ihr das auch schon mal gemacht? Habt ihr da Erfahrung mit? Vielen Dank erstmal für eure Aufmerksamkeit. Bis dann. Ciao.